Leute, einmal tief durchatmen. Das war ein heißes Ding und wir können alle froh sein, dass abgesehen von ein paar Sachschäden nichts passiert ist. Im Nachhinein mag manch einer darüber schmunzeln, weil alles gut gegangen ist und die Meldung ein wenig nach 1. April klingt. Ein Güterzug ist an einer Weiche in Lüneburg falsch abgebogen und nicht, wie vorgesehen, über die Industriebahn Ost zum Hafen am Elbe-Seitenkanal gefahren, sondern auf der Blekeder Kleinbahn über 20 Kilometer bis zum Streckenendpunkt. Geschehen ist das Ganze am 12. Juni 2023. Die Landeszeitung Lüneburg berichtete am 16. Juni darüber und der Heide Express vermeldet auf seiner Internetseite: Aufgrund einer nicht autorisierten Zugfahrt eines Güterzuges mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit sind Schäden an den Gleisen entstanden. Da bei uns die Sicherheit an oberster Stelle steht, bleibt die Strecke vorerst gesperrt und das Gleis muss zunächst instand gesetzt werden. Da wir unsere Museumsbahn ehrenamtlich betreiben, können wir diese Arbeiten nicht rechtzeitig zum nächsten Fahrtag erledigen. Daher müssen wir die Fahrt am 18.06.2023 leider absagen. Nun habe ich dem Thema Fehlleitungen ja schon einen Film gewidmet, dabei jedoch nicht vollumfänglich berücksichtigt, zu welchen Fehlleistungen Menschen fähig sind. Dieses Video ist somit als doppelte Ergänzung zu betrachten, sowohl zu der besagten Fehlleitungsdoku als auch zu meinem Beitrag über die Eisenbahn im schönen Lüneburg, das Schauplatz dieses doch etwas verstörenden Ereignisses war. Der Reihe nach. Ein hier nicht namentlich zu nennendes privates Eisenbahnverkehrsunternehmen sollte einen gemäß Landeszeitung 220 Meter langen und 1500 Tonnen schweren Baustoffzug in den Lüneburger Hafen bringen. Hierfür ist zunächst der Wechsel von der Infrastruktur der DB Netz AG auf jene der Schieneninfrastruktur Ostniedersachsen GmbH Sinon erforderlich, was mittels Rangierfahrt zwischen dem DB Bahnhof Lüneburg und dem Sinon Bahnhof Lüneburg Nord erfolgt. Im Ostkopf des Bahnhofs Lüneburg Nord, unmittelbar hinter dem Bahnübergang Meisterweg, zweigt an der Weiche 2 nach rechts die Anschlussbahn der Bundeswehr zur Theodor-Körner-Kaserne ab, über die wiederum die zum Hafen führende Industriebahn Lüneburg Ost angebunden ist. Infrastrukturunternehmen ist die Hafen Lüneburg GmbH. Die Weiche 2 ist ortsgestellt. Es existiert kein Stellwerk und somit auch kein Fahrdienstleiter oder Weichenwärter, der sie überwacht. Sie ist ohne Grundstellung, bleibt also im Normalfall in der zuletzt genutzten Lage verschlossen. Zur Bedienung ist ein von der Sinon ausgegebener Schlüssel erforderlich. Die Triebfahrzeugführer der dort stattfindenden Fahrten müssen sich vergewissern, dass die Weiche in der erforderlichen Lage ist und sie gegebenenfalls umstellen. Beim Eintreffen des besagten Baustoffzuges befand sich die Weiche in Linkslage, wies ergo auf die von der Blekeder Kleinbahn Verwaltungsgesellschaft BLKB betriebene Strecke nach Blekede. Gemäß deren Schienennetznutzungsbedingungen beträgt die maximale Radsatzlast 21 und die zulässige Meterlast 8 Tonnen. Prinzipiell wäre dort die Fahrt eines 220 Meter langen und 1500 Tonnen schweren Zuges möglich, laut BLKB jedoch nur mit 20, anstatt der Streckenhöchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Wie dem auch sei, der TF passierte die Weiche in falscher Lage und gelangte auf die Blekeder, anstatt auf die Industriebahn. Das ist zumindest schon mal bedenklich, steht doch in der Bedienungsanweisung der Hafen Lüneburg GmbH geschrieben: EVU dürfen die Infrastrukturen der Sinon und der Anschlussbahn nur selbstständig befahren, wenn das betreffende Personal zuvor in die Örtlichkeiten eingewiesen wurde. EVU, die die Anschlussbahn befahren wollen und nicht in die Örtlichkeiten der Sinon und der Anschlussbahn eingewiesen sind, dürfen die Infrastrukturen nur mit einem eingewiesenen Lotsen befahren. Der wirklich erschütternde Teil der Geschichte beginnt unmittelbar hinter der Weiche 2 am Meisterweg. Denn der TF brachte den Zug angesichts des falschen Fahrwegs nicht zum Halten, sondern fuhr ungeniert weiter. Mag auch dies mit gutem Willen noch irgendwie begründbar sein, so wurde es nach 2 Kilometern endgültig kriminell, denn die Trapeztafel des Bahnhofs Erbsdorf-Ziegelei, in der Bedeutung zunächst einmal einem Halt zeigenden Einfahrsignal entsprechend, hätte den TF mehr als stutzig machen müssen. Hier wäre die Zustimmung zur Weiterfahrt durch den Zugleiter erforderlich gewesen, die dieser natürlich niemals erteilt hätte, weil er den Zug, der da über seine Strecke rollte,
überhaupt nicht kennen konnte. Anstatt mit irgendwem Kontakt aufzunehmen, ignorierte der TF die Trapeztafel und durchfuhr Erbsdorf-Ziegelei. Gleiches geschah im folgenden Bahnhof Erbsdorf, und neben den missachteten Trapeztafeln waren auch diverse Geschwindigkeitswechsel zu berücksichtigen, die dem TF völlig unbekannt sein mussten, da er ja gar keinen Fahrplan für diese Strecke besaß. Abgesehen davon hätte er sich selbst ohne die obligatorische Ortskunde so langsam wundern dürfen, warum denn der 4 Kilometer hinter der Weiche 2 gelegene Lüneburger Hafen nicht endlich in Sicht geriet. Stattdessen ging die Reise munter weiter, vorbei an diversen Haltepunkten, durch den Bahnhof Boltersen und das mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit, um die Worte des Infrastrukturbetreibers zu gebrauchen. Einzig tröstlich, wenn auch nicht wirklich beruhigend ist, dass die zugbedienten Bahnübergangssicherungsanlagen ordnungsgemäß arbeiteten, sodass zumindest die Straßenverkehrsteilnehmer vor dem Geisterzug geschützt waren. 24 Kilometer hinter der Weiche am Meisterweg endete die Irrfahrt schließlich in Blekede Süd, aber auch nur, weil die Strecke dort ebenfalls endet. Ansonsten wäre der Zug womöglich noch immer unterwegs. In meinem Fehlleitungsfilm habe ich davon berichtet, wie der Fahrdienstleiter des Zielbahnhofs eines Zuges versehentlich Durchfahrt stellte, woraufhin der TF tatsächlich durchfuhr. Auch die FDL der folgenden Bahnhöfe machten grün, obwohl sie den Zug nicht kannten, und der TF gab fröhlich Gas, wenngleich er keinen Fahrplan hatte. Das lässt gewisse Rückschlüsse auf die Arbeitsweise aller Beteiligten zu, bedeutete aufgrund der Sicherungstechnik aber immerhin keine Gefährdung anderer Fahrten. Der Fall Lüneburg erinnert, ob schon die Ursache eine andere ist, fatal an das ebenfalls in dem Video angesprochene Unglück bei Lebus, als ein Zug unbemerkt auf eine für ihn nicht vorgesehene Strecke gelangte. Unter geringfügig veränderten Vorzeichen hätte die Fahrt nicht am Prellbock in Blekede Süd ihr Ende gefunden, sondern bei der Begegnung mit dem vollbesetzten Heide-Express in einem Gleisbogen mitten im Wald. Über das Wieso und Warum brauchen wir an dieser Stelle nicht zu diskutieren. Um die Aufarbeitung des Geschehens darf sich Lea kümmern, die Landeseisenbahnaufsicht in Hannover. Die Blekeder Kleinbahn und das betroffene EVU können sich über die Schäden an den Gleisanlagen und die Instandsetzung bzw. deren Finanzierung verständigen. Und vor allem ist zu klären, wie derartiges in Zukunft verhindert werden kann. Mehr ist dazu abschließend, zumindest öffentlich, nicht zu sagen. Aber tief durchatmen dürfen wir alle noch einmal, weil die Sache glimpflich abgelaufen ist.